Nein, Sir. Wir haben Ihre Sensoren blockiert, bevor wir gelandet sind. Hoffentlich habt ihr recht, Commander. Wir werden die Streitkräfte der Rebellen hier mit einem schnellen Schlag eliminieren und den Verräter enttarnen. Ja, Sir. Und hallo und willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wie ihr sehen könnt, ein neues Let's Play von mir, dem Andy, aka Ferrari, nämlich ein Let's Play zu Star Wars Empire at War, einem ja RTS, also einem Echtzeitstrategiespiel zu Star Wars, ja. Und das Spiel ist schon etwas älter, deshalb ist die Grafik nicht die allerbeste, aber zu jener Zeit, als es rauskam, war das schon extrem geil. Ich weiß noch, wo ich es mir gekauft habe und nur davon geschwärmt habe, wie geil es ist. Und ich bin allgemein, obwohl die Bäume sehen gar nicht so schlecht aus, ich bin allgemein großer Star Wars Fan und dachte mir, du hast hier Star Wars Empire at War liegen, ja, das richtig viel Spaß gemacht vor ein paar Jahren. Und warum lässt du das jetzt nicht, teilst du das jetzt nicht mit deinen Zuschauern und spielst die Kampagne mit ihnen zusammen? Es gibt zwei Kampagnen. Eine Kampagne vom Imperium und eine von der Rebellion. Da ich das Imperium schon immer mehr gemocht habe, fangen wir mit dem Imperium an. Und wenn ihr wollt und wenn es euch gefällt, mache ich danach auch noch die Rebellion. Ja. Und war auch mal wieder ein klassisches Star Wars Opening. Allein schon die Musik lässt ja schon Gänsehaut-Feeling aufkommen. Hier die AT-STs, die Sturmtruppen. Schon unterwegs. Bereit. So. Erwarte Befehle. Ihr habt was und hier gefunden. Darth Vader. Wie der Imperator befiehlt. Verstanden. So, der. Nehmen die dann? Kann man den nehmen? Nein. Okay, die Einsatzziele sind: tötet den Rebellenabschaum und macht ihre Gebäude dem Erdboden gleich. Lord Vader muss überleben. Ich bin dein gut. Schicksal. Wir müssen jetzt anscheinend dann irgendwie im Opening, wie wir auch schon gesehen haben, eben mitgeteilt bekommen haben, den Imperator killen. Jede Einheit hat hier so Fähigkeiten. Die AT-STs haben Flächenbeschuss. Da steht das kurz dann auch erklärt von diesem Roboter hier, aber ich sag's euch kurz. Dann wählt man Feld aus einer Ballerlinie und folgt drauf. Die Sturmtruppen können in Deckung gehen, das kann ich mal kurz machen. In Ordnung, Männer, in Deckung. Die gehen dann so in Deckung, in Knie und decken sich, aber die sind dann langsamer und der hier hat hier Schlag der Macht, also Darth Vader. Das ist gegen Fahrzeuge und Machtstoß, ist eine Schockwelle, die gut gegen Infanterie ist. Wie lautet eure Anweisung? Gut. Was ich auch schön finde, man kann sehr weit in Star Wars Empire wo rauszoomen. Wir können genau sehen, hier müssen wir hin, hier den Weg passieren, aber naja. So. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Vader ist schön schnell, die AT-STs, jo, alles klappt schon. Sie werden sich uns anschließen oder sterben. Alarmiert alle Kommandeure. Imperiale Kampfläufer, greift sie sofort an! Und dann gibt's hier schon direkt Battle. Das ist Darth Vader! Nicht sie weg hier! Die halten aber nicht lange stand, die Rebellen hier. So. Da haben wir das hier auch schon geklärt. Und können weiter voranmarschieren. Übrigens, hier die Fähigkeiten haben so eine Abklingzeit. Was ist da? Oh. Und da machen wir mal dieses Fahrzeugdings drauf und schon ist der T2B-Panzer dem Erdboden gleich gemacht. Ich weiß gar nicht, auf welchem Planeten wir gerade so. Das sind Typhera sind wir. Folgt mir und feuert auf jeden Gegner. Da hat die Rebellion absolut keine Chance. Flächenbeschuss seht ihr hier, da ist so ein Feld, da ballern die wieder verrückt dann drauf, aber bringt im Moment nicht so viel eigentlich. Nach. Ja, Darth Vader auch eine Lebensleiste, der hat hier auch sein rotes Lichtschwert, dem kann auch Schüsse und so abwehren. Ach komm. Ja. Ich habe alles auf den höchsten Grafikeinstellungen, also falls ihr sagt, oh, warum sieht das westlich aus, es geht nicht besser, das Spiel ist einfach schon etwas älter. So, wir können jetzt hier, das ist ein Bauplatz, wenn wir den erobert haben, können wir dort etwas errichten. So, hier. Entweder eine imperiale Bagdad-Haltstation, Haltstation, die in der Nähe befindliche Infanterie heilen kann. Oder ein Infanterieabwehrturm, Infanterieabwehrturm, der die meisten gegnerischen Infanterieangriffe abwehren kann.
oder eine imperiale Reparaturstation, Fahrzeugreparaturstation, die beschädigte Fahrzeuge reparieren kann. Ja, ich glaube, sind meine Fahrzeuge beschädigt. Melde mich bisschen der hier. Ja, Sir. Ja, Sir. Jawohl, Commander. Komm, da mache ich die Fahrzeugreparaturstation. Die wird hier jetzt errichtet. Dann kann der hier geheilt werden. Ja, Sir. Der auch. Bereit. Ich habe noch nicht mal ansatzweise Schaden genommen, deshalb. Ja. Euer Mangel an Glauben ist beklagenswert. Konstruktion abgeschlossen. Die werden jetzt repariert. Hier gibt es übrigens auch einen Filmmodus, dann schaltet der hier so einen Filmmodus. Das kann man während Gefechten ganz cool machen. Aber, also dann kann man zuschauen, wie die sich kriegen. Hier ist mein Geld, Credits, galaktische Credits Reserve habe ich noch 9950. Das ist meine Bevölkerung, ich bin Tech-Stufe 1. Das ist jetzt die Anfangsmission, später kann ich natürlich dann auch noch in so einer Verwaltungskarte alles verwalten, meine Planeten verwalten, Gebäude erbauen und natürlich Weltraumschlachten führen, was das Geilste an diesem Spiel ist, ohne Mist. Also die Bodenschlachten sind relativ normal, was Bodenschlachten angeht, hier Truppen und Schere, Stein, Papier, Prinzip, die Raumschlachten, die haben mir schon immer am meisten Spaß gemacht in Star Wars Empire at War und die sind immer noch richtig geil, also da freue ich mich schon drauf. Die Anlage wird den Rebellen nichts mehr nützen. Zerstört sie. Ja. Und drauf. Jetzt machen wir mal Flächenbeschuss. Jetzt seht ihr, wie das hier abgeht. Jetzt werden die einfach nur planiert. Bam. Sie werden sich uns anschließen oder sterben. Und jetzt zerstören wir diese Sendeanlage. Verlassen imperiale Sendeanlage, die wohl die Rebellen an sich gerissen haben. Ich bin dein Schicksal. Ich finde auch noch die Feuer- und Explosionseffekte gehen auch noch auf jeden Fall in Ordnung. Und es ist einfach, dieses Spiel hat so ein geiles Star Wars Feeling, diese Atmosphäre, wenn hier zum Beispiel auch die Hologramme auftauchen und alles, es ist alles so detailreich und an Star Wars angelehnt gemacht, einfach die Musik und schon die Original Sounds, ist einfach nur awesome. Wie lautet eure Anweisung? Das ist einfach nur awesome. Vor einem Angriff müssen wir den Schild außer Gefecht setzen. Zerstört die Energiequelle, bevor wir zum Stützpunkt vorrücken. Die Energiequelle ist dort unten. Hier ist das Schild, was durch diesen Schildgenerator hier angeheizt wird. Wir müssen jetzt einfach ganz schnell vorbei. Und dann hier diesen Energiegenerator zerstören, damit das Schild quasi aus ist. Sichert und befestigt diesen Ort, damit die Verstärkung landen kann. Rüstung für die Macht. Oh, ich lasse die Sturmtruppen mal in die Sturmtruppposition gehen. Ihr könnt euch das Gerede sparen. Nicht in die Sturmtruppe, in die Deckungsposition, weil da haben wir schon einige Leute jetzt verloren. Ihr lernen, was Leiden wirklich heißt. Wir geben euch Deckung. So, jetzt können sie wieder macht rausgehen. Dann erobern wir diesen Punkt dort. Wir bauen dort mal eine Bacta-Heilstation. Damit meine Truppen hier auch geheilt werden, weil ich habe nicht mehr so viele Sturmtruppen. Hier, der hat nur noch einen. Sturmtrupp, Abmarsch. Was nun? Hier ist Darth Vader, der wohl einer der bekanntesten Bösewichte überhaupt. Jetzt werden die hier geheilt. Information. So, das war's dann jetzt wohl. Die sind alle voll geheilt, obwohl das Ding hier brennt jetzt sogar schon ein bisschen. Naja, ist egal. Wir haben ja insgesamt noch auf jeden Fall genug Truppen. Und hier, das ist eine Landestation. Wenn wir die erobern, so eine Landestation, dann können wir dort Nachschub an Truppen kriegen. Also das, da können dann quasi solche Shuttles hier kommen und zusätzlich Truppen abliefern. Hier sehen wir es schon. Da kommt eine Lambda-Fähre, heißt die. Oder nein. Nein, das ist keine Lambda-Fähre, aber eine Truppentransport-Fähre. Ich weiß nicht genau, wie die heißen. Das hier sind Lambda-Fähren, aber. So, jetzt haben wir hier Sturmtruppen bekommen und Time Mauler. Oh, die greifen an. Time Mauler sind so kleine Mini-Panzer. Die haben Schilde, die zerstören wir aber. Flächenbeschuss bisschen.
So, die TIE Mauler sind eben so kleine Mini-Panzer. Ein Vorteil dieser ist, dass sie extrem schnell sind. Wie man hier sehen kann, wesentlich schneller als die AT-STs aufgrund der beiden Ketten. Dann haben die auch noch eine sehr gute Schnellschusswaffe gegen Infanterie. Sind aber nicht so stark gegen gepanzerte Einheiten, also andere Panzer oder so. Und bevor sie sterben, haben sie Fähigkeit Selbstzerstörung. Da wird der Antrieb des TIE Maulers in den Zustand einer ionischen Überlastung gebracht, was dann zur Explosion und zu großen Schäden bei allen Einheiten in der Nähe führt. Allgemein mag ich TIE Mauler, weil sie sehr schnell sind und wendig sind und eben die guten Kanonen gegen Infanterie haben. Gegen schwere Geschütze braucht man dann vielleicht doch AT-STs oder dann später auch AT-ATs, das sind die großen Vierbeiner, die man das allererste Mal in Star Wars Episode 5 gesehen hat. Die wird man nämlich später auch natürlich noch bauen können, die berühmten AT-ATs. Aber das kommt alles noch. Hier marschieren erstmal meine Truppen. Ich sammle die erstmal hier vorne. Und lass nicht Vader vorne gehen, vor der unter Beschuss von der Infanterie-Abwehrkanone genommen wird. Okay, jetzt greifen wir an. Ich kann auch sehen, die schießen richtig schön schnell. Aber sind vom Damage her eben nicht die stärksten Kanonen, aber allgemein sind die schon sehr stark, die Teilnehmer. Ach so, hier war das. Und die lasse ich mal in Deckung gegen die Sturmtruppen. Der hat hier direkt eine Bagda Heilschatz und deshalb werden die direkt geheilt, aber das hilft den Rebellen auch nicht, die sterben so schnell. Schnell können die da überhaupt gar nicht geheilt werden. Ach, und das auch gut ist, die TIE Mauler können Truppen überfahren. Ist auch sehr praktisch. Okay, die AT-STs können Truppen auch niederrennen. Aber das passiert natürlich meistens eher nicht, weil die sind recht langsam und mit TIE Maulern klappt es schon ganz gut. Die kann man einfach durch die gleichen Reihen durchfahren lassen. Das hier ist eine leichte Fabrik, woraus T2B-Gleiter und so gebaut wurden, aber die geht jetzt down. Das hier ist die Kaserne, daraus kamen dann die Rebellentruppen, die wird jetzt auch dem Erdboden gleich gemacht. Oh, hier sind noch Rebellen, die haben aber wohl keinen Bock gegen uns zu kämpfen, doch jetzt schon. So, jetzt können wir hier mal einen TIE Mauler nehmen und drüber fahren. Fahr drüber. Und den haben wir, da haben wir jetzt zwei Leute überfahren. Und hier der TIE Mauler kann auch direkt, komm fahr. Fahr. Du kriegst sie, los, los, los. Und überfahren. Eure Inkompetenz ist besorgniserregend. Die Rebellen wurden eindeutig gewarnt. Mein Lord, wahrscheinlich ist der Verräter... Ihr habt euch das letzte Mal als Versager erwiesen, Commander. Ich komme ohne eure Dienste besser zurecht. Habt ihr auf eurer Suche etwas gefunden, Soldat? Einige Ausrüstungsgegenstände hier tragen Einheitsabzeichen der Piraten. Die Rebellen könnten mit ihnen zusammenarbeiten. Sie geben den Piraten offenbar Informationen über unsere Frachtrouten im Tausch gegen Nachschub. Rekonstruiert den Funkverkehr. Er wird uns zur Rebellion führen. Ja, Sir. Wir haben gesiegt. So, Schlacht gewonnen, Gefechtszeit 12 Minuten 55, die eigenen Verluste sind 0, die gegnerischen Verluste auch 0, das war jetzt, keine Ahnung, warum wir es hier so auflistet, wir haben natürlich Gegner vernichtet, aber, naja, gut, machen wir jetzt auf zur Galaxis-Karte. Das hier ist jetzt die Verwaltungskarte. Berichte von Fondor melden, dass die Rebellen dort unsere Truppen in die Flucht geschlagen und einige Siedlungen unter ihre Kontrolle gebracht haben. Dieser bedeutungslose Vergeltungsschlag verrät uns nur ihre Position. Eliminiert sie schnell und bergt alle verfügbaren Daten über ihren Funkverkehr aus dem Schutt. Einsatzlogbuch aktualisiert. So, die nächste Mission ist dann jetzt auf Fondor anzugreifen. Hier wurde jetzt der Missions-Holocron hier. Baut eine Armee und erobert Fondor zurück.
So, das hier haben wir jetzt hier die ganzen Planeten, das ist jetzt die Galaxiskarte und hier haben wir die Planeten, die uns gehören und können dort Truppen bauen und Gebäude errichten. Hier, das ist Typheria. Guck ich mal gerade, können wir eine Raumstation bauen, eine Mine, Kaserne, gleiche Fabrik und hier sind die Gebäudeplätze, es ist noch nichts gebaut. Das kann ähnlich jetzt mit Coruscant sein, wobei hier schon eine Raumstation zum Teil gebaut wurde, weshalb wir hier Tatan-Patrouillenkreuzer, Akklamator-Kreuzer und Suchdruiden bauen können. Das sind diese, ja, eben so eine Art, die kann man dann auf ein entferntes System schicken, auf einen entfernten Planeten und der kann die gegnerischen Einheiten dann aufdecken, damit man einen Angriff besser planen kann, abschätzen kann, wie stark der Feind denn ist. Weil hier sehen wir jetzt, okay, hier haben wir angezeigt bekommen, wie die Stärke des Feindes ist. Aber das ist eben nicht immer der Fall. Dann kann man so Suchdruiden schicken. Dann wird einem gezeigt, wie so die Feindesstärke ist. So, was können wir hier bauen? Oh, hier können wir zusätzliche Gebäude bauen. Hier können wir eine Offiziersakademie noch bauen. Und eine Kantine, die es uns ermöglicht, Schmuggler zu bauen. Die dann natürlich, wie gesagt, schmuggeln und Geld bringen können. Hier, das sind Hyperraumrouten. Hier drüber bewegen sich Raumschiffe schneller. Wenn jetzt ein Raumschiff zum Beispiel hier hinschickt, dann bewegt sich das recht langsam. Und über die grüne Hyperraumroute macht sich und ist schon dort. Ich würde sagen, wir bauen mal eine Offiziersakademie hier. Hier bauen wir die Kantine. Gebäude wird errichtet. Verkaufen die Kaserne und die Fabrik. Und bauen zwei Minen. Und hier belassen wir dem mal so. Und hier bauen wir auch nur Minen. Weil meiner Meinung nach braucht man nicht auf jedem Planeten Kasernen und Fabriken. Weil man braucht das Geld einfach, um schnell zu produzieren und deshalb. Ja. Ist das für ein Planet? Offiziersakademie und Kaserne. Dann bauen wir hier noch mehr Kasernen, dann geht der Bau, weil wenn wir jetzt noch mehr Kasernen haben, dann geht der Bau von Kasernen noch wesentlich schneller. Konstruktion abgeschlossen. Bauen wir hier AT-STs. Das sind übrigens Scouter auf solchen kleinen Gleitern, die könnte man aus Star Wars Episode 6. Da sind die dann so in diesem, auf dem Waldmund Endor, der damit so lang gedüst. Könnt ihr euch vielleicht noch dran erinnern? Vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Was man auf jeden Fall machen sollte, sind die Raumstationen überall ausbauen, soweit wie es geht. Damit die stärker werden und falls ein Angriff kommen sollte, natürlich auch besser verteidigen kann. Konstruktion abgeschlossen. Und das hier ist jetzt übrigens nicht rundenbasierend. Wir verwalten jetzt so alles und ein Angriff der Rebellen kann auf unsere Planeten jederzeit passieren. Also es ist nicht rundenbasierend, sondern quasi verwaltungskartentechnisch Echtzeit. Wie weit sieht's hier aus? So, jetzt müssten die Sturmtruppen richtig schnell gehen. Ja, sieht man da. Unsere Bevölkerung ist 62 von 66. Hier werde ich mal ein Raumschiff in Auftrag geben, ein Akklamator-Kreuzer. Der ist mit zwei Turbolasern und zwei Laserkanonenbatterien ausgerüstet, einem Proton-Torpedo-Wave und einem Erschütterungsraketenwerfer. Außerdem hat er 4 TIE-Fighter und 2 TIE-Bomber-Geschwader. Melde mich wie befohlen. Ja. So, eigentlich bräuchte ich jetzt noch einen Planeten, wo wir AT-STs bauen. Das ist Money. Hier haben wir auch überall nur Minen errichtet. Aufbau läuft. Und vielleicht nicht ganz so klug. Hier ist jetzt eine Kaserne. Truppen werden ausgebildet. Truppen werden ausgebildet. Konstruktion abgeschlossen. Melde mich wie befohlen. Einheit wird produziert. Einheit wird hergestellt. Einheit wird produziert. Einheit wird hergestellt. Fahrzeug wird produziert. Hm. Konstruktion abgeschlossen.
Einheit wird hergestellt. Wir bauen hier jetzt erstmal einfach alles aus. Später, wenn wir Fondo erobert haben, mache ich Fondo dann zu einem Planeten, wo wir hauptsächlich Fahrzeuge bauen werden. Konstruktion abgeschlossen. Hierdurch kriegen wir richtig schnell Money. Kreuzer online. Ich meine, wenn wir hier Einheiten, wir müssen ja nicht auf jedem Planeten eine Kasernenbaustation haben, das ist richtig unnötig. Wird hergestellt. Fahrzeug wird produziert. Und schon bin ich an meine Money-Grenze gekommen und habe nur noch 90 Credits. Und man kriegt jeden Tag neue Credits, immer wenn sie einmal vorübergeht. Mal schauen. So, jetzt haben wir hier schon Einheiten gebaut. Die schicken wir jetzt nach hier oben in den Weltraum. Kreuzer online. Kreuzer online. Natürlich sollte man auch immer Raumschiffe da lassen und auch Bodentruppen da lassen, falls man angegriffen wird. Das kann auch immer passieren. Jetzt schicke ich die nach dort. Jetzt geht, wie ihr sehen könnt, geht das richtig schnell. Hier die Armee hat jetzt 9 Sturmtruppen, 2 AT-STs, aber jetzt noch mehr. Das ist Coruscant, der Hauptplanet. Kennt ihr vielleicht, wenn ihr aus Star Wars Episode 3, dieser riesige Hauptstadtplanet da. So. Ich würde sagen, jetzt bauen wir nochmal ein paar Sturmtruppen. Nochmal. Also. So viel wie es unsere Bevölkerung noch erlaubt. Melde mich wie befohlen. Weil wir haben hier ja auch noch Truppen gelagert. Hier. Melde mich wie befohlen. Mona bereit. Melde mich wie befohlen. Und hier werden die Sturmtruppen en masse gebaut. Können wir übrigens einen Field Commander bauen. Ein Sturmbodenkampf, der in allen Kampfhandlungen, an denen er teilnimmt, für eine 25% Gesundheitsbonus und eine erhöhte Sichtweite bei allen Einheiten sorgt. Den bilden wir dann jetzt einfach auch noch aus. Und dann ist die Armee erstmal schon extrem schlagkräftig. Die Bauplätze lasse ich erstmal frei, weil im späteren Spiel kommen natürlich noch weitere Bauplätze hinzu, die ich jetzt noch, Gebäude hinzu, die ich jetzt noch nicht hier bebauen will, weil das ist Coruscant, die Hauptstadt, und da will ich dann auch coole Gebäude stehen haben. Natürlich könnte ich auch abreißen, aber ich lasse den Platz jetzt da dann auch einfach mal frei. So. Jetzt ist der Field Commander. Ja, ein Drittel ungefähr. Die Sturmtruppen hier können nach dort. Empfange Position. Da haben wir einen Akklamator-Kreuzer. Später können wir natürlich auch riesige imperiale Sternzerstörer steuern. Aber wir sind auch erst in Tech-Stufe 1. Es gibt, glaube ich, 4 Tech-Stufen. Also kommt doch auch was auf uns zu. Der Sternzerstörer ist auch so eine Sache, die noch auf uns zukommt. Also könnt ihr noch was erwarten. Ah, hier können wir einen Schmuggler bauen. Reist von feindlichen Verbänden unbemerkt durch die Galaxis und wird in gegnerisches Thema eingesetzt, um dort Geld zu stehlen. Könnte ich eigentlich auch bauen. Jo, baue ich den mal. Schmuggler wird angeworben. Mauler bereit. Der Time Mauler ist bereit. Die Kundschafter sind extrem schnell, also die düsen extrem schnell, aber gehen auch recht schnell kaputt. Komm, ein Time-Order hier noch hin. Ich brauche hier eigentlich nicht so viele Truppen. Das reicht. Ich glaube jetzt auch nicht, dass ich in baldiger Zeit angegriffen werde. Und natürlich, man kann nicht sofort auf den Boden angreifen, sondern muss erst den Weltraum quasi ausschalten und kann dann eine Bodeninvasion starten. Deshalb bin ich eigentlich zuversichtlich, dass das hier hält, weil ich habe da Akklamator-Kreuzer. Die sind schon stärker als so komische billige Raumschiffe der Rebellion. Die keine Ahnung woher haben. So, mit Field Commander auch noch dahin. Bevölkerung ist bei 68 von 72. Oh komm, was habe ich denn? Ich habe 13 Sturmtruppen bekommen, da kann ich nochmal. Fahrzeug wird produziert. Ach übrigens, der hier ist vergünstigt, ich weiß jetzt nicht warum. Ich habe gehört, ihr braucht meine Dienste. Einheit wird hergestellt.
Also hier ist ein Held stationiert, deshalb kann es sehr gut sein, dass dort irgendwas vergünstigt ist. Kommt zur Sicherheit, baue ich hier nochmal einen Tartan-Patrouillenkreuzer. Mein Bevölkerungslimit ist jetzt auch erreicht. Ah ja, in der Offiziersakademie habe ich den Field Commander gebaut. Jetzt haben wir den Tartan-Kreuzer, wir setzen mal einen hier hin und schicken den nach Anaxes. Man kann übrigens auch immer Planeteninformationen hier lesen. Taktische Informationen: Aufgrund ihrer Loyalität zum Imperium sind die Anaxi den Streitkräften der Rebellen gegenüber feindselig eingestellt. Hier kann man Wetter gucken des Planeten, wie der Planet aufgebaut ist. Kann hier historischen Bezug lesen. Planetare Vorteile, Produktionsschub, Victory, Sternenzerstörer. Zum Beispiel in Coruscant. Planetare Vorteile, hohes Einkommen. Der bringt also gut Geld. Und zum Beispiel hier Abrigado Ray bringt Produktionsschub ATSTs, deshalb wäre es eigentlich hier sinnvoll, ATSTs zu bauen. Hätte ich mir vielleicht vorher mal durchlesen sollen. Hier bringt Heilung der Infanterie. Ja. So, jetzt haben wir erreicht 72 von 72. Haben hier einen Schmuggler, den wir mal nach hier schicken, um Credits zu stehlen. Hier, wie man gesehen kann, ist der Flug langsamer. Der schmuggelt jetzt hier in Fondor. Komm, ein Timeroller. So, jetzt schicken wir mal unsere Flotte hier hin. Obwohl, hier sind ja noch weitere Truppen, die mitkommen. Bin unterwegs. Und die werden wir dann gleich auch mit diesen hier fusionieren. Ich lasse ein ATST und so hier. So. Und dann würde ich und dann, okay, das kann man noch etwas schöner sortieren. So, so. Und das ist jetzt der eine Teil des Angriffs. Und ich weiß nicht, ob der Gegner Raumschiffe hat. Wie es scheint, scheint er nur Bodentruppen zu haben. Aber zur Sicherheit nehme ich da mal diese Kampfkreuzer mit. So, und ja, da mache ich mich für den Angriff bereit. Aber das erst in der nächsten Folge, also morgen. Und ich hoffe, ihr seid auch dabei und ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wenn ihr irgendwelche Anmerkungen habt, irgendwas sagen wollt, dann schreibt es in die Kommentare. Ich bin immer sehr erfreut. Ja, und bis zum nächsten Mal. Also, bis morgen. Ciao, ciao.